Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's. Und ja, ich weiß auch nicht. Also es ist der allerletzte Versuch. Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen, habe aber auch im Internet mich nochmal schlau gemacht und hoffe einfach, dass wir vielleicht mal Glück haben. Ich mute den jetzt, weil ich meine, das ist immer der gleiche, der in der vierten Nacht. Also da werden keine Veränderungen sein. Bei der fünften würden sich dann natürlich Veränderungen ergeben. Ach, Mann. Okay, also, ich habe mir aufgeschrieben, dass wir jetzt mal versuchen, nur auf die vier unteren Kameras und auf Foxy zu achten. Und sofort, wenn Freddy rechts hier neben uns ist, die Tür einfach schließen. Genau, das habe ich mir jetzt hauptsächlich aufgeschrieben. Okay, ich würde sagen, das ziehen wir einfach so durch. Oh, scheiße. Okay, ich finde das eine gute Idee. Also, ach, Sekunde. Nee, dann darf ich aber eigentlich nur die hier, weil sonst kommt Foxy vielleicht angerannt. Okay, so machen wir das einfach. Ich glaube, das ist keine gute Idee, aber okay, egal. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Also wenn ich es heute nicht schaffe, wirklich. Ich muss es dann lassen. Ich habe mich voll erschreckt. Ist ja bei mir nichts Neues, dass ich mich erschrecke, ne? Oh Mann. Okay. Oh, der ist auch schon hier. Das ist aber nett. Oh, das war ein extrem kurzer Versuch. Wieso ist Foxy denn jetzt schon aufgetaucht? Ich hatte ja nicht mal eine Chance, überhaupt auf sie oder ihn zu achten. Wow. Okay, es war gerade mal 12 Uhr. Okay, vielleicht habe ich ihn zu sehr ignoriert. Oder sie, ich weiß es ja auch nicht so genau. Weil ich habe auch gelesen, dass man irgendwie ja ihn bis zu einem gewissen Punkt ignorieren sollte, aber bis zu einem gewissen anderen Punkt auch nicht zu sehr ignorieren sollte. Man muss irgendwie wohl die goldene Mitte finden, was ich ziemlich schwer finde. Aber ich werde es versuchen. Ey, dieses Spiel ist so schwer. Ich finde es echt unglaublich. Vielleicht tue ich mich ja auch nur schwer bei dem Spiel, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also was ich so gelesen habe, ist es auch wirklich schwer. Also ich bezweifle nicht, dass es einige geschafft haben. Also ganz klar. Ich glaube, auch in den Kommentaren haben es ja einige geschafft, aber ich krieg's einfach nicht hin. Vielleicht auch, weil ich zu ängstlich bin und dadurch ein bisschen zu langsam. Weil ich dann denke, oh nee, nee, ich will es nicht sehen. Oh, da bewegen sich gerade welche. Oh, überall bewegen sich. Oh, oh, oh. Ich guck mal lieber. Okay. Boah, Foxy, du bist so gemein. Ich hasse dich. Okay, da ist zumindest noch niemand. Ich hoffe, es bleibt dabei. Na? Oh, nö. Okay, da... Ey, hört auf, die Geräusche zu machen. Das ist so gemein. Ich mag das nicht. Okay. Ich darf da nicht gucken, weil... Naja, aber Foxy guckt ja noch gar nicht rein. Also dürfte eigentlich nichts passieren. Vielleicht sollte ich eigentlich... Ja, ich glaube, das hatte auch jemand geschrieben. Vielleicht sollte ich einfach nur immer nach Foxy gucken und ansonsten... Licht. Licht. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, Freddy... Oh Mann, bin ich doof. Man muss ja gar nicht drücken. Wenn man nur unten hinkommt mit dem Cursor, dann geht schon die Überwachungskamera wieder weg. Oh, scheiß Mann. Komm doch endlich. Oh, scheiße. Komm her. Ich kann nichts sagen. Der ist immer noch da. Oh, es ist erst 1 Uhr. Mann. Letztes Mal wurden wir schon um 12 getötet, mal davon abgesehen. Kann er mal aufhören damit? Das nervt mich echt tierisch. Kann er nicht einfach kommen? Diesmal haben wir aber Glück. Zumindest Foxy scheint sich noch nicht zu melden. Und Foxy ist richtig nervig. Ich hasse Foxy total. Sowas wie mein Erzfeind.
Okay, super. Foxy ist nicht da. Foxy ist... Aber sonst ist leider auch niemand da. So eine Scheiße. Verdammt, wo sind alle? Ah, alles klar. Ich weiß nur gerade nicht, wer das ist. Ich erkenne es nicht so ganz. Oh, da hinten ist Freddy. Freddy. Freddy ist da. Ich habe auch gelesen, dass, der Hase, sich teleportieren kann einfach. Das ist natürlich auch scheiße. Scheiße. Wieso hassen mich alle hier? Und wo ist Foxy? Hui. Was? Okay. Meine Güte, ey. Ich habe aber auch nur noch 53%. Und kein Foxy in Sicht. Was an sich eine schöne... Eine schöne Sache. Ich sag nichts mehr. Ey, es ist 3 Uhr. 50%. Sehr gut. Hab mir diesmal als Verpflegung hier ein Glas Wasser hingestellt. Damit ich nicht sterbe. Ah, und es hilft wohl auch, wenn man vermutet, dass Freddy da ist, dass man sich nicht bewegt. Auch gut zu wissen. Oh, scheiße. Foxy ist aufgetaucht. Halt. Was? Nein. Huch. Okay. Hä? Was? Wo? Nein, konzentrier dich auf die unteren vier. Konzentrier dich auf die unteren vier. Oh Mann, ich habe aber ein bisschen Angst. Und ich habe nur noch 37%. Scheiße, ey. Ich habe voll wenige Prozent. Ist richtig... Was? Richtig wenig Prozent. Das ist richtig scheiße. Könnte es jetzt mal 4 Uhr werden? Oh Gott sei Dank. Okay. Ich werde sterben. Ihr wollt doch nicht, dass ich sterbe, oder? Wollt ihr das? Nein. Also, wenn wir diese Runde nicht schaffen, dann hören wir auf, okay? Hab Verständnis. Okay. Gut. Okay. Bis jetzt ist doch noch alles ganz in Ordnung, eigentlich. Okay. Ich meine, ich hätte Schritte gehört. Was? Papa! Okay. Ich höre doch Schritte. Oha. Foxy bemüht sich nicht wirklich näher zu kommen, was an sich ja eine schöne Sache ist. Aber wir haben nur noch 18% und es ist 4 Uhr. Das ist nicht so super. 17%, 5 Uhr. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach zumachen sollte. Nee, Leute, ich kann es einfach nicht. Es tut mir so leid. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich fange schon an zu weinen von diesem Spiel, weil es mich so fertig macht, wenn ich weiß, dass ich eine neue Folge aufnehme. Oh, ich krieg's einfach nicht hin. Es tut mir leid. Ich habe es wirklich häufig versucht. Das müsst ihr mir lassen. Ich habe mir größte Mühe gegeben.
Und ich fand es auch eben schon wieder voll gemein, weil ich finde, ich habe eigentlich sehr, sehr genau doch immer das Licht angemacht, links und rechts. Also, ich weiß nicht, woran es jetzt wieder lag. Ach, Manu. Also Leute, wenn ihr Five Nights at Freddy's durchspielen wollt, dann fürchte ich, müsst ihr euch das Spiel zulegen. Ist ja auch nicht teuer, ne? Ich glaube 5 Euro bei Steam und 4 Euro bei Desura sogar nur. Also schnappt es euch. Ach Sekunde, ich glaube im Humble Store gibt es das auch für 4 Euro. Aber als Steam Key, versteht ihr? Also wenn ihr einen Steam Key haben wollt, ich glaube, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich meine, ich hätte es für 4 Euro gesehen beim Humble Store. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns leider in einem anderen Let's Play wieder. Ich habe es versucht, es tut mir leid. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.